So, an dieser Stelle einen wunderbaren, schönen Samstagvormittag. Und wir haben die, ich sag's mal, akademischen 5 Minuten oder die 3 bis 5 Minuten auch tatsächlich jetzt gerade eben hinter uns. Das heißt also, jeder hat jetzt den Weg in das Webinar gefunden für all diejenigen, die es jetzt gerade auf Facebook gucken. Oder auf YouTube, glaube ich, haben wir es auch noch. Auch da herzlich willkommen. Wenn ich immer nach rechts unten gucke, dann ist das der Chat beziehungsweise auch Q&A-Möglichkeiten. Denn man kann live seine Fragen stellen, wenn man im Webinar dabei ist. Das heißt also, herzlich willkommen. Ich lese mit, ich sehe auch, wer dabei ist, aber ihr seht euch gegenseitig nicht. Das ist bei Zoom-Webinaren so üblich. Von daher, wenn Fragen sind, dann einfach gerne in den Chat schreiben. Worum wird es heute ganz kurz gehen? Wir beschäftigen uns mit so ein paar Dingen, wie zum Beispiel nochmal für all diejenigen, die neu sind, auf ein, zwei Sätzen. Was ist eigentlich Aprex? Was kann man damit machen? Dann, wie starten und auch komplett das Ökosystem. Also, was wird es demnächst geben? Wie sieht es mit neuen Features jetzt schon aus und so weiter? Und genau deswegen erstmal auch nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Warum erzähle ich das Ganze? Für all diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin Gründer und Entwickler von Aprex und ich habe quasi, auch wenn es um neue Features geht, da sehr, sehr viel meine Finger mit im Spiel und deswegen halte ich auch diese Webinare immer ganz gerne noch selber. Mein Background ist tatsächlich auch die IT, das Entwickeln selber und ich bin wirklich viele, viele Jahre als Trainer selbst unterwegs gewesen. Und hatte dann irgendwann den Bedarf, ich will jetzt selber einen Online-Kurs machen. Und für mich waren zumindest die Lösungen da draußen nicht das, was mir zugesagt hat. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das programmiere ich für mich selber. Eigentlich war das auch nur für mich selber gedacht, aber dann kamen immer mehr Kollegen und Kolleginnen, die gesagt haben, würde ich auch gerne mal nutzen. Und dann kam die Idee, eben das quasi offen zu gestalten. Und das ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Und mittlerweile haben wir sehr, sehr, sehr viele Nutzer und jede Menge weitere Dinge im Programm. Aber wie sieht es aus mit diesem Webinar eigentlich? Das wird jetzt immer mehr dazu auch genutzt, dass wir nicht nur um Aprex reden, wie es jetzt ist, sondern auch um die Zukunft, was sind neue Features, die stellen wir auch vor und wir haben immer externe Gäste auch mal dabei. Und da möchte ich jetzt schon einen Hinweis geben. Wir haben beim nächsten Webinar dabei Katharina Nebel. Dann werden wir am 26. März wieder um die Features, was ist neu und so weiter. Und auch am 23. April wird es wieder ein Webinar geben. Also das heißt auch da einfach mal in den Kalender anstreichen. Und solltet ihr jetzt schon Fragen haben, dann gerne einfach in den Chat schreiben. Aprex ansonsten ist ja quasi genau die Lösung, die man braucht, wenn man Online-Kurse nicht selber hosten möchte. Das heißt, was fällt weg? Ein Membership-Plugin fällt weg, was monatlich dann kostet, die Webseite, das Hosting, die Domain, die man vielleicht dann auch noch dazu hat, der Video-Hoster, all das fällt sozusagen weg, wenn man sich mit einer Software wie Aprex die Online-Kurse hosten lassen möchte. Aber wieso sprechen wir hier von einer Online-Akademie? Weil es gibt neben Online-Kursen auch digitale Produkte und Mitgliederbereiche, Communities, Memberships. All das ist möglich mit einer Plattform wie Aprex. Doch jetzt, worum geht's? Also wir schauen uns heute noch mal ganz kurz an für all diejenigen, die den Builder noch nicht kennen oder die sagen, ich habe ein paar Fragen zum Builder. Wie ist er denn gedacht? Dann schauen wir einen Ausblick in die Zukunft. Was wird denn noch alles kommen? Und ja, dann war es eigentlich diese circa 45 bis 50 Minuten Webinarzeit. Das heißt also, gehen wir mal los. Wie sieht das aus? Wir haben, wenn man sich einloggt, eine Aufteilung und auch da gibt es jetzt schon eine Neuerung, aber gehen wir es der Reihe nach durch. Auf der linken Seite, wenn man als Administrator, als Administratorin, die Akademie verwalten möchte, das Menü. Ne? Also man kann natürlich dann die ganzen Funktionen, Webinar, Mitgliederbereiche und so weiter, kann man sich dort einstellen. Und solltet ihr auf der linken Seite einen Menüpunkt nicht sehen, beziehungsweise solltet ihr noch mehr sehen wollen, gibt es jetzt neuerdings den Expertenmodus. Was der Expertenmodus genau ist, das zeigen wir dann später auch nochmal. Aber das heißt, also auf der linken Seite dieses Menü, da könnt ihr gewaltig viel mehr rausholen. Jetzt noch mehr Menüelemente anzeigen. Aber zu Beginn halten wir das Ganze relativ schmal. Das heißt also, dass es nicht überfordert.
da seht ihr noch nicht so viel. Was gibt es dann? Wir haben die Aufteilung natürlich oben und unten. Das heißt also, es gibt da die ersten Schritte, es gibt Inhalte und so weiter. Und wenn man da unten drunter ist, dann geht es eher so in Richtung Content, also Webseite, Seiten zu bauen, Blogbeiträge zu bauen und so weiter. Und wenn man sich noch ein kleines bisschen weiter nach unten bewegt, dann sieht man eben hier erweitert. Hallihallo. Also alles in Richtung die Feature-Geschichte, Feature-Store, Einstellungen und so weiter. Also das sind die Verwaltungselemente, die man da hat. Geht man weiter auf die rechte Seite, dann wird man begrüßt von so ein paar Schritten, die man machen muss, um mal den Online-Kurs live zu bekommen. Also erstmal anlegen, ein paar Kapitel anlegen, hier den Zahlungsanbieter wählen und so weiter. Also das sind die Dinge, die man dann da macht. Und oben im Kundenmenü, das ist das, was jeder sieht. Also Startseite, Produkte, Kurse, was auch immer ihr da habt, das sieht jeder, eure Kunden und ihr. Und auf der rechten Seite, das seht nur ihr. Das ist also quasi, das ist die Möglichkeit, ins Admin-Menü reinzukommen, um dann da entsprechende Einstellungen vorzunehmen. Jetzt habe ich gesagt, Neuerungen. Die obere Leiste hier, die ist jetzt nicht neu, aber was man damit machen kann. Genauso wie die Menüleiste. Das haben wir jetzt hier erstmalig erklärt. Das heißt also, diese Leiste hier, es nennt sich obere Leiste und das hier ist die Menüleiste. Warum das so interessant und wichtig ist, lernen wir später kennen, weil man kann die jetzt breiter oder schmaler machen. Und deswegen habe ich jetzt auch mal so ein bisschen auf dieser Begrifflichkeit rumgeritten. Das ist eben diese Möglichkeit, die jetzt schmaler zu machen. So, dann schaut man mal, wenn ihr Hilfe braucht, gibt es immer unten rechts den Button, du brauchst Hilfe, den kann man jederzeit klicken und buchen und dann sind wir auch kostenfrei in einem Technik-Notfalltermin sozusagen für euch da, wenn es um Apprex-Fragen geht. Ansonsten Hilfecenter und E-Mail natürlich auch jederzeit möglich. Aber jetzt gehen wir doch mal in Medias Res und bauen einen eigenen Online-Kurs. Das heißt also für alle, die sich jetzt fragen, wie geht es? Jetzt loggen wir uns doch einfach mal ein und schauen uns das an. So, also das heißt, ich gebe jetzt mal meinen Browser frei. Hier kann man schon sehen, wenn man da in diesem Menü sich einloggt, auf der linken Seite haben wir Kurse und hier kann man einfach einen neuen Kurs anlegen. Und wenn ich da draufklicke, dann befinde ich mich auch gleich im entsprechenden Formular. Ich kann einen Titel vergeben, wie denn der Online-Kurs heißt. Und ich mache das jetzt einfach mal so, dass ich sage, mein erster Online-Kurs ist der Titel. Und wenn ich diesen Online-Kurs angelegt habe, also mit Klick auf Anlegen, dann bin ich einen entscheidenden Schritt weiter und ich sehe dann schon den Kursinhaltsmanager. Das heißt also, hier kann ich dann die Kapitel und die Inhalte meines Kurses ganz entspannt bearbeiten. Ich sehe hier noch ein paar weitere Reiter, wie zum Beispiel Daten, Landingpage, SEO, Bilder, Zertifikat und so weiter. Das wird heute in diesem Webinar auch noch wichtig, weil da hat sich in einigen der Reiter ein bisschen was getan. Aber erstmal, wie gehe ich denn jetzt weiter vor? Ich sehe hier, das ist das erste Kapitel, das zweite und das dritte. Also das heißt, mit dieser Ansicht können wir jetzt einfach mal bearbeiten und zwar hier das Kapitel umbenennen und zwar in Herzlich Willkommen zum Beispiel. Und dann sieht man auch schon mit Klick auf Übernehmen, wir haben jetzt hier unser Kapitel umbenannt und könnten jetzt direkt loslegen mit den weiteren Inhalten. Sollten wir eine weitere Lektion haben wollen, weil uns zum Beispiel noch ein Inhalt fehlt oder so, dann klicken wir einfach hier Neue Lektion am Ende eines Kapitels oder wahlweise hier drüben mit dem Klick auf das Plus. Also beides ist möglich und dann wird man einiges gefragt. Nämlich, wie soll denn das die Lektion heißen? Und da könnte ich jetzt zum Beispiel so eine Fazitlektion machen, hier noch ein bisschen Text reinschreiben. Und eine Fazitlektion ist eigentlich auch für Online-Kurse immer sehr, sehr wichtig. Denn ein Online-Kurs heutzutage, wenn man den kauft, dann ist der meistens am Anfang mit einer Euphorie wird er erledigt. Und dann wird diese Euphorie Stück für Stück weniger und am Ende ist eigentlich kaum noch jemand an der letzten Lektion angelangt. Es gibt ja da draußen sehr viele, wie will ich sagen, sehr viele Vorgehensweisen und Denkmuster, dass man sagt, oh ja, je mehr Inhalte ich habe, desto besser.
Beziehungsweise, wenn man dann sagt, ah, ich habe jetzt hier einen Kurs von 30 Stunden Länge für 10 Euro. Da freut es den Sparer natürlich, aber es kann nicht so gut konzipiert sein, beziehungsweise weiß man eigentlich auch gut, da sind alte Inhalte bestimmt auch drin oder Inhalte, die einfach überfordern. Das heißt also, das macht kein Mensch bis zum Ende durch. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Und wenn man dann am Ende ist mit dem Fazitkapitel, kann man schön abschließen, man kann sich Feedback geben lassen, auch ganz wichtig. Und wenn man sich das Feedback geben lässt, ist man ja automatisch dann auch gleich in Kontakt mit den Kursteilnehmerinnen und den Kursteilnehmern. So, das heißt also, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben den Online-Kurs angelegt und jetzt gehen wir mal wieder zurück. Denn wie geht es denn jetzt weiter? Wenn der Online-Kurs angelegt ist, dann habe ich die Inhalte drin und jetzt will ich ihn ja verkaufen. Und verkaufen, das geht auch ganz simpel. Das heißt, wenn ich jetzt hier mir mal anschaue, das ist eine Landingpage. Das bedeutet also, das ist der Reiter hier. Wir hatten Inhalte und das ist einfach ein Reiter weiter nach rechts. Und dann sehen wir ihn schon, den Landingpage-Builder. Weil die Frage immer wieder kommt, ob man den auch mit HTML bedienen kann. Ja, man kann teilweise HTML einfügen. Man kann aber jetzt nicht eine komplette HTML-Seite designen. Das geht auch bei AirPrex, aber das ist nicht standardmäßig aktiviert. Mehr Worte zum Landingpage-Builder. Wie ist er aufgebaut? Also wir sehen hier diese blaue Box und die grüne und die rote. Und diese blaue Box, die nennt sich Sektion. Das heißt also, diese Sektion, die umspannt sozusagen alles, was wir dann da reinpacken. Und was können wir in so eine Sektion reinpacken? Ja, zum Beispiel Zeilen. Das heißt, die Sektion, die hat per se gar keinen wirklichen Inhalt. Das ist nur so ein umgebender Container. Da können wir dann quasi die Zeilen reinschmeißen. Und wenn ich von Zeilen spreche, dann gibt es ja nicht nur eine, sondern hier die zweite auch noch. Und drei oder vier, je nachdem, wie viele ihr haben wollt. Dann gibt es in den Zeilen noch die Möglichkeit, Spalten zu integrieren. Das heißt also, wie man jetzt hier sehen kann, das sind vier und das sind zwei Spalten. Und dann ist quasi die Landingpage fertig. Und sie ist sogar responsive. Na, was heißt denn responsive? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel diese hier, diese Smartphones, Geräte und so anschaue, dann haben die natürlich weniger Bildschirmbreite zur Verfügung. Das bedeutet, wir müssen uns Gedanken machen, was denn dann passieren soll. Aber das müssen wir nicht, denn das ist ganz automatisch wie folgt. Nehmen wir mal ein bisschen Platz weg, dann rutschen die Spalten automatisch nach unten. Das ist auch wichtig, wenn ihr Landingpages konzipiert und gestaltet, da mitzudenken, dass das dann untereinander rutscht. Aber keine Sorge, man kann natürlich auch sagen, dass eine Sektion beispielsweise nicht gezeigt werden soll, wenn man es auf mobilen Geräten oder auf dem Tablet anschaut. Auch das ist möglich unter den erweiterten Einstellungen. Ja, und wenn man sich anschaut, diese vier Spalten, wie rutschen die dann? Also quasi hier 1, 2, 3, 4, die sind hier sauber dargestellt. Jetzt ist natürlich dann die Frage, wenn ich jetzt so eine Sektion beispielsweise nur an gewissen Geräten anzeigen möchte, wo finde ich das denn? Naja, gehen wir mal weiter. Wir sehen hier, wenn wir mit der Maus darüber fahren, dann gibt es den Bereich Einstellungen und den gibt es für Zeilen, den gibt es auch für die Sektion und dann kann man hier erweiterte Dinge machen. Jo, ich hatte es aber angekündigt. Wir reden heute auch um das Thema neue Features. Und zwar ist das eine ganze, ganze Menge. In den nächsten Updates beziehungsweise in den nächsten Monaten wird es ziemlich viele neue Dinge geben. Und zwar im Bereich Design, Funktion, aber auch im Bereich, was die Nutzererfahrung angeht, Produkte und Dienstleistungen. Und eines kann ich schon mal sagen, es sind heute auch Dinge dabei, leider, die ich noch nicht sagen darf. Das heißt also im nächsten Webinar auf jeden Fall dabei sein am 26. Februar. Das hatte ich schon eingangs gesagt, wenn das nächste Live-Webinar stattfindet. Denn da werden wir auch mal eine ganz, ganz großartige Neuerung oder eine Katze aus dem Sack lassen. Und dann auch am 26. März. Also das heißt, es lohnt sich wirklich dran zu bleiben. Aber was wird es denn jetzt eigentlich? Also, ich hatte es gesagt, wir haben ein paar Neuerungen mit im Gepäck, die teilweise schon aktiv sind und teilweise noch ausgerollt werden. Fangen wir an
mit dem Thema Kursinhalte. Denn ihr habt immer gesagt so, wir wollen es so ein bisschen moderner haben und manche haben gesagt, nee, das passt mir so. Worum geht's? Es geht um die linke oder je nachdem rechte Leiste. Und ihr könnt, ich sehe es gerade auch schon in dem Chat, ja, genau. Wir wissen, die war teilweise nicht so ganz modern. Das heißt, auf der linken Seite sieht man, wie sie klassischerweise ausgesehen hat. Und auf der rechten Seite sehen wir, wie sie jetzt aussehen kann. Also die linke gibt es natürlich immer noch, die klassische Variante, aber eine neue ist jetzt, und ich sehe es im Chat, sehr, sehr gut. Die sieht sehr gut aus. Und als erste Frage, kann ich denn dann da auch die Farben und so weiter, kann ich die bearbeiten und designen und regeln, wie ich sie brauche? Aber natürlich geht das sowohl in der klassischen Variante als auch in der modernen neuen Variante. Dazu springe ich einfach nochmal, um die Frage gleich zu beantworten, in einen Online-Kurs rein. Und da haben wir, welchen habe ich jetzt hier? Ah ja, Automatisierung im Business. Das heißt, also nach wie vor gleich geblieben, hier natürlich unser Inhaltseditor. Ne? Das heißt, also wenn man die ganzen Inhalte hier reinpflegen möchte, der ist natürlich weiterhin gleich geblieben. Was es gibt, ist immer noch der Landingpage-Builder, ganz klar. Also auch der ist jetzt hier an dieser Stelle gleich geblieben. Unter Designfarben können wir jetzt allerdings die moderne Seitenleiste gestalten. Das heißt also hier sehen wir, das ist der Kopfbereich, wie viel abgeschlossen wurde. Das kann man übrigens unter Erweitert und dann den Fortschrittsbalken zeigen, kann man das aktivieren und deaktivieren. Genauso die Nummerierungen im Kurs kann man zeigen und nicht zeigen und die Lektionsnummerierungen auch. Das bedeutet, am Ende sieht das Ganze dann wie folgt aus. Hier, das ist der Fortschrittsbereich, das ist die Kapitelnummerierung hier an dieser Stelle und das sind die einzelnen Lektionen. Und dann geht's an die Farben. Fortschrittsprozent Textfarbe. Das heißt also, wenn man sich jetzt quasi mal einfach anschaut, wie das Ganze oder wie das Ganze gestaltet ist oder gestaltbar ist, dann zieht man einfach an dem jeweiligen Regler und kann die Designfarbe entsprechend abändern. Und abändern, das kann man dann auch tatsächlich gleich sehen, beziehungsweise sieht man, wie man auf der rechten Seite hier die Farben verändert und auch hier kann man dann auch gleich live sehen, was da passiert. Man kann natürlich auch die Überschrift des Kurses hier an dieser Stelle farbig gestalten. Auch das sieht man sofort. Und die Textgrößen, falls man sagt, nö, das ist mir zu klein, dann kann man die auch gleich größer oder aber auch kleiner machen. Also je nachdem, wie man das haben möchte. Da gibt es eine ganze Menge mehr, wie zum Beispiel ein aktives Modul oder ein fertiges Modul, wie das aussehen soll. Immer unterteilt in Symbol, Symbol, Hintergrund. Dann das Modul selber als Hintergrund und die Textfarbe. Und dann kann man quasi diese ganzen Geschichten, wie man das möchte, gestalten. Das ist hier jetzt das Drip-Modul, also quasi tröpfchenweise. Man sieht hier auf der rechten Seite, das ist dieses Schloss-Symbol. Das ist noch nicht veröffentlicht. Das kann man hier farblich verändern. Oder aber auch hier die Textfarbe. Und wenn man sagt, naja, die Module, die noch nicht gehen, die macht man vielleicht orange oder so, dann kann man das quasi hier auch gleich auf der rechten Seite sehen. Also das hier ist das freigeschaltete Modul und die restlichen Module, die sind halt einfach noch nicht freigeschalten. Das Ganze zieht sich ja dann durch den Kurs so durch und was dann auch neu ist, sind hier diese Symbole für eine Lektion mit nur Text, hier für eine mit Video und natürlich auch für Quizfragen. Weil jetzt die Frage gerade kommt, was ist das für ein Online-Kurs? Ja, das ist kommt eigentlich auch noch, aber vorweggenommen, das ist unser Online-Kurs, wo es um das Thema Automatisierung geht. Das heißt also, wenn man da auch ganz schnell, wie gesagt, darum geht es heute nicht, aber wenn man ganz schnell reinschaut, worum soll es da gehen? Die Tools für Terminbuchungen, für automatisierte Terminbuchungen, dann auch, wie man sie effektiv platziert, integriert, wie man seine Buchhaltung schon mal automatisieren kann, wie man aus Office und so weiter mehr rausholen kann. Auch das hier ist eine Möglichkeit. Social Media, wie man da weniger zu tun hat. Auch dazu gibt es Tipps und Tricks, wie man da auch so vorhandene Software nutzen kann. Dann E-Commerce, wie man natürlich auch, das ist das Wichtigste von allen, wie man Umsatz machen kann und das tatsächlich auch weitestgehend mit einem großen Automatisierungsteil dabei.
Und ich hatte es jetzt in der Zertifizierung schon oder in diesem Live-Call jetzt gerade eben schon gesagt, das ist immer das Wichtigste. Das ist der Roundup. Also letztlich, wie hat es gefallen, Feedback und so weiter, damit man auch die Teilnehmer nochmal abholen kann. Aber ich habe es gesagt, es geht hier nicht darum. Wir haben den Kurs nicht ohne Grund gemacht, sondern das ist wirklich dann die Möglichkeit für euch, wenn ihr automatisieren wollt. Und dazu findet ihr aber auch bei uns auf der Webseite mehr Informationen oder eine E-Mail schreiben, je nachdem. Aber darum geht es heute nicht. Neue Features, genau. Also das ist die Geschichte, klassische Darstellung und auf der rechten Seite monochron. Ihr könnt es ja mal in den Chat schreiben, wie ihr die neue Monochrom-Variante findet, ob sie euch gefällt. Und wenn ihr sie aktivieren wollt, unter dem Bereich Einstellungen und dann dem Reiter im Kurs könnt ihr die Darstellungsweise ändern und dann ist sie für jeden Kurs von jetzt auf gleich aktualisiert. Wichtig ist, die Farben, die müsstet ihr aber wahrscheinlich dann abändern, weil ihr die ja jetzt noch vom alten klassischen Design habt und die sehen vielleicht dann in dem neuen nicht so passend aus für euch. Was haben wir noch? Wir hatten einige Rückfragen, was das Thema Bilder angeht, also da Bilddateien jetzt an sich, ob man da auch Social Images und so weiter hochladen kann. Und das wird über das Update am Wochenende auch für euch möglich sein, und zwar unter dem Bereich Bilder. Und ihr seht hier schon auf der linken Seite, Titelbild geht nach wie vor und auf der rechten Seite ein Social Graph Thumbnail. Und Social Graph ist für Twitter, für Facebook, für LinkedIn, für wie sie alle auch immer heißen, wenn man einen Beitrag oder einen Kurs oder irgendwas teilen möchte, dann kann man das tatsächlich aktualisieren und dann wird das auch mit angezeigt. Das ist immer ganz praktisch, weil das natürlich vielleicht auch ein anderes Bildchen ist als ein Titelbild vom Kurs. Man möchte vielleicht Awareness erzeugen und so weiter. Weil ich es jetzt hier gerade sehe, Social Graph finde ich cool und monochrom gefällt mir deutlich besser. Dann sehen wir hier, gefällt mir persönlich besser, weil der Übersicht, der Übersicht halber, ja, auch das cool an dieser Stelle. Vielen Dank für dieses Feedback. Wenn man Social Graph Images nutzt, vielleicht auch dazu eine ganz kurze Info. Da muss man nichts mehr weitermachen. Das heißt also, wenn man sie nicht hochlädt, dann ist das Standard-Titelbild, sofern eins hinterlegt ist, hochgeladen. Und weil die Frage gerade kommt bei mir, ich sehe das nicht. Ja, das hat zwei Gründe. Zum einen, das Update ist noch nicht ausgerollt. Und der zweite Grund kann sein, dass du die Small-Variante, also die kostenfreie Variante nutzt. Und bei der kostenfreien haben wir ja keine Marketing-Features integriert. Die geht ab dem allerkleinsten Paket geht das Ganze und von daher ab Tiny aufwärts könntest du das nutzen. So, was haben wir noch? Wir haben noch eine weitere Möglichkeit und ich hatte es gesagt, den Expertenmodus. Und wenn man sich den Expertenmodus holen möchte, dann geht das ganz simpel und zwar unter dem Feature Store. Da ist dann der Aprex-Hut und dann gibt es den Expertenmodus, den man sich aktivieren kann. Den gibt es deswegen, weil ich hatte es eingangs gesagt, man kann ja immer, immer mehr machen. Ich gehe jetzt gerade mal wieder zurück und da sieht man, auf der linken Seite des Menü wird irgendwann ziemlich voll und es geht noch voller, weil wir noch mehr Features für euch haben und dann wird es irgendwann vielleicht auch mal zu lang. Deswegen, wenn man zum Beispiel die Bildervorlagen nutzen möchte oder Zertifikatsvorlagen nutzen möchte, E-Mail-Vorlagen und, dann kann man das machen. Aber das Problem an der Geschichte ist, man muss es aktivieren, weil man das ja wirklich schon als Expertenfeature bezeichnen kann. Das heißt, da gehen wir rein unter den Feature Store und da sehen wir ihn dann auch, den Expertenmodus. Und wenn wir da draufklicken und sagen, ja, ich will den haben, klickt dann noch auf Speichern, dann sieht man schon, hat sich's auf der linken Seite geändert. Also man sieht jetzt hier, es sind abgetrennte Bereiche. Also die Akademie ist jetzt hier ein- und zuklappbar, auf- und zuklappbar. Dann sieht man hier den Bereich Webseite, den man auf- und zuklappen kann und den Bereich erweitert, das ist dieser hier. Dann neu dabei Experte, also da kann man richtig in die Daten reingehen. Man sieht hier die Zertifikate, einzelne Tests, man sieht, wie viele Lektionen gibt es eigentlich. Das ist ja dann der Lektionspool
Und man sieht auch einen Fragenpool. Also alles, was man nicht so wirklich häufig braucht, ist dann da auch noch mit dabei. Und das ist ja viel übersichtlicher, sehr, sehr cool. Ja, und weil die Frage gerade auch noch kam, wie sieht das Ganze dann mobil aus? Ja, also mobil ist das Ganze dann natürlich auch auf- und zuklappbar, sodass man das hier hat und direkt dann auf den entsprechenden Bereich springen kann, wo man hinspringen möchte. Also das heißt, auch mobil ist es super easy nutzbar. Nur weil man mehr sehen kann, heißt es ja nicht, dass man es dann auf dem Handy oder auf dem Tablet nicht benutzen können sollte. Also, wie sehe ich dann die E-Mail-Bildervorlagen? Dazu kommen wir gleich. Und zwar, wenn man diesen Bilder, wenn man diesen Expertenmodus aktiviert hat, dann sieht man auf der linken Seite den Bereich E-Mail-Vorlagen, Lektionsvorlagen und andere Vorlagen, die man damit bauen möchte. Und dann sieht man hier, gibt es die Möglichkeit, neue Templates anzulegen. Und weil wir das wahrscheinlich noch gar nirgendwo oder weil das wahrscheinlich noch gar keiner gemacht hat, wie das dann aussehen kann, gehen wir noch mal in die Akademie und zeigen es einfach. Also, wie kann man sich so eine E-Mail-Vorlage vorstellen? Wir sehen jetzt hier unter dem Bereich Erweitert E-Mail-Vorlagen haben wir hier zwei Vorlagen, die wir angelegt haben. Und wenn ich jetzt mal die erste Vorlage anklicke, also die Zertifikatvorlage, dann kann ich mit dem Aprex-Bilder meine E-Mails gestalten. Das heißt, ich sehe hier eine Überschrift, dein Zertifikat, herzlichen Glückwunsch, das ist eine Variable, Vorname. Ich bin als Team Aprex eingeloggt, deswegen steht das da jetzt. Du erhältst dein Zertifikat für die Kursteilnahme. Hier dann die Möglichkeit, in die Datenbank gelistet zu werden. Auch das ist übrigens eine Neuerung. Wir haben die Expertendatenbank woanders platziert. Aber da kommen wir noch dazu. Und dann könnt ihr wirklich hier einen Text für eure E-Mails frei definieren. Ihr könnt HTML reinbasteln. Ihr könnt alles machen, was ihr eben braucht. Und das Coole ist, das könnt ihr für verschiedene Dinge machen, nämlich nicht nur für Zertifikat, sondern ihr könnt zum Beispiel auch eine Registrierungs-E-Mail machen. Und ich habe jetzt hier eine recht lieblose Registrierungs-E-Mail mit cool, dass du da bist. Und hier geht's zur Homepage. Ja, also das geht auch. Und wie man die dann einsetzt, dazu haben wir auch eine Neuerung. Ihr könnt nämlich diese E-Mail-Vorlagen unter Benachrichtigung jeweils händisch einsetzen. Also wenn ihr auch dann sozusagen so eine E-Mail gestaltet habt, dann müsst ihr die natürlich verwenden. Und dazu gehen wir mal einfach unter Einstellungen Benachrichtigung und dann sieht man hier schon, wie man das Ganze nutzen kann. Also schauen wir mal rein. Benachrichtigung, da findet man die Registrierungsbestätigung zum Beispiel und mit einem Klick auf E-Mail ausgewählt könnt ihr euch entscheiden, welche E-Mail soll verschickt werden. Das Ganze könnt ihr natürlich auch kurs- oder inhaltsbezogen machen, indem ihr in den jeweiligen Kurs reinklickt sozusagen und dann, wenn der zum Beispiel Zertifikate ausgibt, findet ihr ebenfalls die E-Mail oder beziehungsweise die Variante E-Mail ausgewählt. Das heißt, im Kurs unter Zertifikat seht ihr hier E-Mail für die automatische Versendung. Einmal draufklicken und dann seht ihr hier entsprechend die Vorlagen, die ihr verwenden könnt für diesen Versand der E-Mail. Und wie gesagt, ihr braucht dann kein externes Tool mehr. Die E-Mails könnt ihr mit Aprex selber gestalten und dann geht's los. Zurück zu den Templates nochmal. Hier gibt es nach dem Update auch noch weitere Möglichkeiten, nämlich für den Artikelkauf und für Antworten auf eigenen Kommentar. Das ist tatsächlich so, eure Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer können auf eigene Kommentare benachrichtigt werden und das ist dann sozusagen neu und super, super easy machbar, dass man dann sagt, hey, ich gestalte eine E-Mail, lieber Kursteilnehmer, du hast eine Antwort auf deinen Kommentar bekommen und so weiter.
Was haben wir noch neu? Wir haben eine Darstellungsänderung bzw. eine mehrfach nachgefragte Änderung, und zwar ist das das sogenannte Boxed Layout. Das heißt, ihr könnt jetzt die Menüleiste oben schmaler machen, wenn ihr das wollt. Und zwar so schmal, dass, wie man hier sieht, auf der linken und rechten Seite Inhalt und Menü bündig sind. Aktuell sind die natürlich bei uns 100% vollflächig. Das heißt also, das ist dann nicht mehr der Fall. Die sind dann einfach so, sozusagen boxed. Und das geht unter Einstellungen, Design und dann obere Leiste und Menüleiste. Deswegen hatte ich eingangs gesagt, diese Begriffe, da wird es in diesem Webinar drum gehen. Obere Leiste ganz, ganz oben und die Menüleiste ist das, wo sich die Menüelemente befinden. Also quasi das hier ist die Menüleiste. Und mit einem Klick kann man das für die gesamte Akademie umstellen. Noch ein Feature, das auch von dem einen oder anderen von euch wahrscheinlich, jetzt ist heute hier keiner dabei, aber nachgefragt wurde, das ist die Suchfunktion. Suchfunktion deswegen, weil Kunden könnten ja einen Inhalt suchen wollen, den sie mal gekauft haben oder den sie noch kaufen könnten. Das geht mit Klick auf Feature Store, also im Admin-Bereich Feature Store und dann auf die Suche. Und wenn ihr die aktiviert habt, platziert sie sich ganz oben mit in Form einer Suchlupe. Und wenn man dann da draufklickt, dann sieht man ein Suchformular. Wenn man da was eingibt, dann kann man entsprechende Inhalte suchen, Kommentare suchen, Lektionen suchen und so weiter. Und was wir seit neuestem auch können, zwar noch nicht voll automatisiert aufgrund unseres Zahldienstleisters, aber weil es nicht automatisiert geht, haben wir gesagt, legen wir einfach als Feature etwas obendrauf. Wenn ihr uns per E-Mail an info@aprex einfach schreibt, dass ihr oder euer Kunde einen zusätzlichen Kurs gerne in der Akademie hätte, dann gibt es den für 9 Euro im Monat aufs Jahr gerechnet. Das heißt also, dann gibt es eine einmalige Rechnung, dann gibt es einen Kurs, den man bezahlt, aber zwei zusätzliche hat man in der Akademie. Das gibt es noch bis März, wenn ihr uns das per E-Mail schreibt. Das heißt also, weil letzte Woche, glaube ich, haben wir 3 oder 4 Mal neue Kurse freigeschalten für unterschiedliche Kunden. Jetzt hätten wir es ganz gerne schon automatisiert. Zahldienstleister macht leider noch nicht mit. Deswegen haben wir da diese Aktion ins Leben gerufen. Wenn ihr 2 zusätzliche braucht, dann einfach E-Mail schreiben und dann gibt es eine Jahresabrechnung, Überweisung und dann habt ihr 2 statt einen Kurs in der Akademie. Was ist, wenn ich jetzt nur einen brauche? Das ist eine gute Frage. Du zahlst ja den 2. gar nicht. Also deswegen, wenn du uns eine E-Mail schreibst und du sagst, ich hätte ganz gerne einen zusätzlichen Kurs, ja, dann schenken wir dir ja auf der Jahresabrechnung, also 9 mal 12 Euro plus Steuern, wir schenken dir ja sogar den 2. Also das würde ich ja tatsächlich dann auch einfach mitnehmen, falls das die Frage dann schon beantwortet. Ja, kurz und knapp, wir haben 37, das heißt also noch 8 bis 10 Minuten Möglichkeit, Fragen von eurer Seite oder Feedback, wie ihr denn diese neuen Features findet, was ihr noch gerne an weiteren Features haben wollt. Ansonsten, weil das jetzt ja auch Teil dieses Webinars jetzt hier war, welche Neuerungen gibt es rund um unser Aprex-Ökosystem? Wir haben natürlich mehrfach auch jetzt die Bitte bekommen, beziehungsweise den Hinweis, wie könnte man denn so Schnittstellen anbinden, wie könnte man Sachen noch machen, die Automatisierung betreffen und so weiter. Und deswegen haben wir jetzt seit diesem Monat einen Kurs dafür ins Leben gerufen, der für sowohl Kunden als auch VAs gleichermaßen zur Verfügung steht. Diesen Kurs gibt es jetzt aktuell und zwar unter unserer Webseite ganz unten im Fußzeilenbereich kaufbar und auch sofort loslegbar. Und wir haben einen Live-Call dann sogar noch mit dabei, wo eure Fragen beantwortet werden und wo es wirklich rund um diese ganzen Automatisierungsthemen geht. Nichtsdestotrotz haben wir auch jetzt oft die Frage erhalten, eine Kollegin ist auch VA, die will bei der Zertifizierung teilnehmen. Wie geht das? Auch dazu, oder wenn ihr in eurem Bekanntenkreis VAs habt, schreibt uns kurz eine E-Mail, dann machen wir einen Affiliate-Link fertig und dann kassiert ihr einfach mal 30% Provision von unserem Umsatz mit der Zertifizierung. Und das ist jetzt noch im Februar für den Preis 279 zu haben.
Ende Februar können wir den Preis leider nicht mehr halten, weil auch das Neuerung. Wir haben jetzt dann neben Canva, neben Nadine Abdusalam, neben Lena von Lewinsky weitere Experten an Bord. Und wir holen Proven Expert noch mit rein. Das heißt also Online-Bewertungen. Wie geht das? Da haben wir eine Aktion für alle Kunden geschnürt, dass ihr 10%, 20% und 30% bei den Kollegen sparen könnt. Bei Canva gibt es ja 2 statt einen Monat kostenlos Testen der Pro-Variante. Also ihr seht schon, alles, was für euch da sinnvoll ist, versuchen wir an Partnerschaft einzutüten. Und wenn ihr sagt, hey, da fehlt mir noch was, dann einfach raus damit. Und dann versuchen wir da, das Möglichste für euch möglich zu machen. Jede Menge Neuigkeiten, jede Menge neue Features, Use Cases, auch Dinge, die man nutzen kann für die Kunden, Automatisierungen, E-Mails, die man gestalten kann und so weiter. Das heißt also, wir geben weiter Vollgas und ich darf noch einmal, ich gehe mal kurz zurück, ich darf noch einmal auf die nächsten Webinare aufmerksam machen, denn die sind wirklich, wirklich wichtig, weil wir dort zukunftsweisende Entscheidungen bzw. verkünden werden. Also einfach dick im Kalender einstreichen. Am 26. März werden wir großartige Neuerungen rund um AppRex verkünden, die ihr zwar mehrfach angefragt habt, aber wo noch keiner weiß, dass sie kommen. Ich sehe jetzt hier an dieser Stelle gibt es keine weiteren Fragen im Chat. Wenn ihr wollt, gebt gerne Feedback zu den neuen Features. Wenn ihr sagt, ja, das ist eine coole Geschichte, das hat mir sehr gut gefallen oder, dann einfach gerne jetzt nochmal raus damit oder weitere Fragen. Wie komme ich denn an die VA-Zertifizierung? Ja, ganz einfach, da zeige ich aber auch gleich, wo der Expertenpool ist, weil den, wie gesagt, haben wir ja verschoben, den haben wir ja präsenter gemacht. Also, auf die Webseite gehen, www.aprex.de, Alex akzeptieren und hier oben ist er neu. Also, das heißt, jetzt noch besser platziert und seitdem wir den da oben haben, kommen immer mehr Anfragen, wie komme ich da rein. Das heißt also, hier einmal draufklicken. Und dann sieht man schon, hier Filter nach Schwerpunkten, welchen Experten, welche Expertin braucht ihr denn jetzt? Und dann könnt ihr da filtern oder ihr sagt einfach hier, ich klicke einfach auf den Mehr erfahren Button. Und dann hat jede VA, jede Expertin, jeder Experte oder Trainer oder Coach sein oder ihr Profil selber gestaltet. Was auch geht, ist, weil die Frage ja kam, an die Zertifizierung selber, das ist hier oben, jetzt selbst zertifiziert werden, beziehungsweise hier unter Ressourcen gibt es auch nochmal das AppRex-Zertifizierungsprogramm. Ja, wie gesagt, an dieser Stelle auch noch, ja, gern geschehen für die Beantwortung. An dieser Stelle, wenn ihr weitere Fragen habt, jederzeit gerne per E-Mail. Wenn ihr Themenwünsche habt oder wenn ihr sagt, ja, ich will gerne mehr mit euch zusammenarbeiten, ich habe die ein oder andere Idee, ich möchte mehr Kurse umsetzen oder. Jederzeit einfach per E-Mail info@aprex.de an uns wenden. Und ansonsten sehen wir uns in einem Monat. Da gibt es wieder neue Features, da gibt es Use Cases, da gibt es Neuerungen. Schreibt gerne in den Chat jetzt mal, wie ihr die jetzt gefunden habt. Und ansonsten, 3 Minuten hätten wir noch. Aber ich denke, man muss es nicht typisch deutsch machen und auf die letzte Sekunde oder Minute ausreizen. Legt los, schaut euch die Neuerungen an, die Features an. Wir sind jetzt noch eine Stunde für euch da und ja, die neue Optik gefällt mir sehr viel besser. Auch das haben wir jetzt schon 2-3 Mal gelesen. Sehr, sehr cool. Freut uns natürlich, dass das ankommt. Und an dieser Stelle schönen Samstag, schönes Wochenende und ich freue mich genauso wie das gesamte Team von euch zu hören und zu sehen, was ihr Tolles baut. Also, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Schönen Samstag und wir sehen uns. Ciao, macht's gut. Haha, ja, freue mich auf die Zertifizierung, das war gerade noch. Ja, sehr schön, cool, dass du dabei bist. Und auch wir freuen uns, dass du dich für die Zertifizierung entschieden hast und ein spannendes Programm wird dich erwarten, tatsächlich. Und von daher, wir sehen uns ja dann in den Live-Calls. Es ist, glaube ich, übernächste Woche schon wieder soweit. Da ist es ja persönlich der Live-Call dann. Also, bis dahin, macht's gut und noch ein schönes Wochenende. Ciao miteinander.